Ich bin Berliner und ich liebe meine Stadt. Aber jetzt sagt man mir, dass meine Stadt mich krank machen kann. Das gilt übrigens auch für deine Stadt. Aber ich kann es verstehen, die ständige Hektik, der Lärm. Aber das bin ich doch gewöhnt, das kenne ich doch. Das soll krank machen? Die Stadt macht uns erst dann krank, wenn wir uns dem Stress nicht mehr entziehen können. Das heißt, wenn die Dichte der Stadt zum Beispiel für uns unkontrollierbar wird, wenn wir uns nicht wehren können gegen den Stress der Stadt. Und der Stress, der in der Stadt krank macht, ist sozialer Stress. Wenn wir uns gleichzeitig isoliert fühlen, nicht zugehörig fühlen, wenn wir von lauter Menschen umgeben sind, die ihr Leben leben, aber irgendwie ohne uns. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einer Wohnung mit ganz dünnen Wänden und von allen vier Seiten plärren die Fernseher der Nachbarn und Sie kennen diese Nachbarn gar nicht und wohnen da isoliert und irgendwie anonym. Ja. Nun werden unsere Städte ja immer größer und größer. 2050 werden schätzungsweise 2/3 der Menschheit in Städten leben. Wie müssen sich denn Städte und Politik anpassen, dass wir noch gut miteinander in diesen Städten leben können? Wir wissen mittlerweile gut, auch aus neurowissenschaftlichen Studien, dass Stadtgrün, dass Baumkronen, dass Parks im Gehirn dafür sorgen, dass die Stressreaktion weniger scharf ausfällt. Und das ist das, was uns psychisch gesund halten kann. Wir planen, so etwas wie eine emotionale Stadtkarte von Berlin zu bekommen, bei der man sieht, wo sich Menschen aufhalten, die vielleicht besonders gestresst oder angespannt sind. Dadurch ergibt sich dann so etwas wie eine emotionale Heatmap der Stadt, sodass man eine Ahnung davon bekommt, zu welchen Tageszeiten, an welchen Orten sich vielleicht besonders Stress staut. Das heißt also, am besten zur Arbeit gar nicht erst hingehen, weil es da alles rot ist, oder wie? Genau. Was kann denn Berlin als Stadt für mich tun, stadtplanerisch oder architektonisch, dass es mir in Zukunft einfacher fällt, diesen Stresssituationen aus dem Weg zu gehen? Wir brauchen genug öffentliche Plätze, Orte zum Beispiel, wo wir auch als Nachbarn zusammenkommen können und miteinander Zeit verbringen können. Das sind Orte, die dafür sorgen, dass wir nicht vereinsamen und dass wir uns nicht sozial isolieren. Gibt es so Städte, die das gut machen? Wir wissen jetzt, Berlin macht es gut, aber gibt es andere Orte in Deutschland, wo das vielleicht, wo Sie mir Beispiele nennen können, dass es vielleicht, wo man es besser machen könnte oder wo Sie schon was geschafft haben? Ein gutes Beispiel ist Köln, die Stadt, in der ich geboren bin und die ich wirklich sehr, sehr liebe. Aber Köln hat so schmale Bürgersteige, dass das reine Transitzonen sind. Wir brauchen aber eher Verweilzonen in der Stadt, wo man sich auch mal einen Stuhl rausschieben kann im Sommer, mit unseren Nachbarn vielleicht die Mittagspause zu verbringen und den Stuhl auch noch weiter in die Sonne zu schieben. Da, auf einem Berliner Bürgersteig kann man richtig viel und gute Zeit verbringen und sowas braucht es. Fühlt sich eure Stadt vielleicht ähnlich an? Ich würde mich freuen, wenn ihr kommentiert, liked oder auch einfach abonniert. Ab sofort immer hier das beste Wissen aus Berlin.